Jo Leute und herzlich willkommen zu der fünften Folge von Pokémon Karmesin. Es geht weiter. Willkommen zu dieser Folge. Ich habe... wie heißt es nochmal? Irgendwas Cups, irgendwas mit K. Diese Schildkröte aus der... Kamehubs. Aus der, letzten Gen. Müsste Wasser sein. Die Weiterentwicklung von dem ist ziemlich cool, die kennt man. Das ist so eine Schildkröte. Das ist nicht sehr effektiv, okay. Keine Ahnung. Dann nehmen wir halt Kanonen. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr aufzunehmen. Es ist jetzt Nachmittag. Ich habe die letzten Folgen immer abends aufgenommen. Jetzt nehme ich mal nachmittags auf. Mal gucken, ob ich das dann mit dem Schneiden und so, ob dann ein besserer Rhythmus zustande kommt. Achso, der Pokéball, der hatte er in der Hand. Der wurde noch nicht geladen, okay. Ich habe heute noch nicht getestet, ob alles passt mit Video und so. Und übrigens, ab jetzt kommen die Folgen nur in 2K. Das habe ich mal unter eine Folge in die Beschreibung gepackt. Bevor wir weitermachen, werde ich ganz kurz checken, ob das so passt von den Einstellungen her. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, es scheint alles zu passen. Es sieht gut aus. Von daher geht's jetzt los. Wir gehen in die erste Stadt. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Irgendwas mit P? Pratolido. Ja, genau, meinte ich ja. Und da haben wir direkt ein neues Pokémon, aber das kennen wir schon. Hey, ich bin hier drüben, Nico Dunkel. So, das ist jetzt wohl der Poké-Center, der neue. Mit Shop und allem. Das hier ist ein Pokémon-Center. Aufgebaut wie eine Tankstelle, finde ich gut. Hier gibt es einige nützliche Dienste für Pokémon-Trainer. Aber sie können das sicher besser und genauer erklären als ich. Mit Vergnügen, willkommen im Pokémon-Center. Ich kümmere mich darum, deine Pokémon wieder fit zu machen. Ja, die sieht gut aus. Der ist auch nicht schlecht. Direkt neben mir befindet sich der Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du alle möglichen Items erwerben, zum Beispiel Pokébälle zum Fangen. Boah, die FPS im Hintergrund sind richtig schlecht. Habt ihr gesehen, wie diese Frau da vorbeiläuft? Zum Fangen von Pokémon oder auch Tränke. Ja. Als Bezahlung für deine Einkäufe werden auch Liga-Punkte, kurz LP, akzeptiert. Okay. Liga-Punkte. Schaut mal den Typ dahinter an, wie der läuft. 2 FPS. Ein Liga-Point. Liga-Punkt entspricht einem Poké-Dollar, okay? Liga-Punkte. An diesem Schalter hast du Zugriff auf die TM-Maschine. Das heißt, nur hier kann man TMs vergeben, oder wie? Ah, nee, herstellen. Was? Herstellen? TMs werden verwendet, um deinen Pokémon Attacken beizubringen. Um eine TM herzustellen, benötigst du Liga-Punkte sowie von Pokémon hinterlassene Materialien. Dafür sind die da. LP sind mega nützlich. Die kannst du an dieser Maschine oder eben auch in Läden ausgeben. Ich habe eine ganze Menge davon. Hier, ich gebe dir welche ab. Boah, die hat ein schwarzes Rotom. Was? 5763 Liga-Punkte? Und die sind auch für dich. Ein Haufen Pokémon-Materialien. Okay, danke schön. Mit der Freundeskreis-Funktion kannst du dich über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern zusammentun und dich mit ihnen ins Abenteuer stürzen. Das ist cool. Schau immer gerne beim Pokémon-Center vorbei, wenn du Hilfe benötigst. Wobei ich nicht glaube, dass dieser Online-Modus so gut ist. Das ist... Es wäre revolutionär für Nintendo. Vielen Dank für die tollen Erklärungen. Brauchst du mal eine helfende Hand, komm zum Pokémon-Center gerannt. Das kommt manchmal in Tests dran, also merkst du dir besser. Oh, und wenn du dich ein bisschen an deinen Pokémon gewöhnt hast, kannst du ja mal versuchen, das Pokémon an der Spitze deines Teams durch Drücken der R-Taste loszuschicken. Dann kann nämlich das Pokémon, mit dem du spazieren gehst, selbstständig Items aufsammeln. Oder gegen andere Pokémon kämpfen. So eigenständig, was? Was? Nee. Durch Drücken der R-Taste kannst du das Pokémon an der Spitze deines Teams losschicken. Es kämpft dann eigenständig gegen Pokémon in der Nähe oder sammelt Items auf. Das heißt, ich kann das ohne... Ich kann das passiv hochleveln lassen, oder was? Mal sehen. Ne? Weiß ich jetzt noch nicht, was ich davon halten soll. Wenn ein Pokémon allerdings nur noch über wenig Kraftpunkte verfügt, kannst du es nicht allein losschicken. Geschwächte Pokémon lassen sich mit Items wie Tränken heilen. Wenn ein losgeschicktes Pokémon einen Kampf startet, musst du ihm dabei keine Anweisungen geben. Bei solch einem Autokampf kannst du dein kämpfendes Pokémon im Auge behalten und gleichzeitig im Gegner erforschen. Eieiei, das ist also irgendwie krass. In einem Autokampf bestimmen die Stärke und der Typ der beteiligten Pokémon, wer gewinnt. Wähle daher das Pokémon, das du losschicken möchtest, mit Bedacht aus. Das heißt, eine KI... Boah, das ist ja krass, ne? Eine KI weiß quasi so die Typen und alles, die Effektivität.
Alter, das ist krass. Autokampf. Das werden wir ausprobieren. Das ist krass. Bin ein bisschen geflasht. Übrigens, es gibt auch irgendeine Einstellung, die ich bei Nintendo gesehen habe, die ich noch nicht... Pokeportal? Die ich noch nicht so richtig gecheckt habe. Und da unten links sehen wir, ist Koraidon angezeigt. Pokeportal, was ist das? Ist es online einfach jetzt, oder wie? Kann man hier tauschen? Freundeskreis, Linktausch, Zaubertausch. Ja, es gibt wieder den Zaubertausch. Geil. Link-Kampfstadion. Geil, es gibt wieder den Zaubertausch. Das ist sehr nice. Das werden wir in Livestreams und so oft machen wahrscheinlich. Das heißt, hier ist quasi, man schickt ein Pokémon und irgendein random Typ, der auch gerade Zaubertausch macht, schickt das Pokémon, was er auswählt. Da kann man sehr geile Pokémon bekommen. Da kann man leider auch gehackte, overpowerte Pokémon bekommen. Ja, aber für den Pokédex-Vorstellungen wird das wahrscheinlich wichtig. Weil es gibt ja auch editionsgebundene Pokémon. Einige. Die wir... Ja, ein paar davon gibt es halt nur in Karmesin und ein paar halt nur in Purpur. Also hier TMs, wir gucken uns das mal an. Vielen Dank, dass du die TM-Maschine verwendest. Was möchtest du tun? TMs herstellen. Materialien gegen Ligapunkte, okay. Um TMs herzustellen, brauchst du Materialien, die von Pokémon fallen gelassen werden und Ligapunkte. Wenn du während deines Abenteuers verschiedene TMs erhältst oder findest, erweitert sich auch die Auswahl an TMs, die du herstellen kannst. Ah, okay, hier sehen wir. Ah, herstellbar ist also das, was wir machen können. Lehmschelle, Felino-Schleim. Boah, das ist ja, also ein bisschen Breath of the Wild schon, ne, mit den Materialien. Das ist, aber cool. Okay, wir können noch hier Fußkick. Fußkick ist stark, oder? Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. Warum ist dann Stärke durchgestrichen? Kann das mehrmals treffen? Keine Ahnung. Säuselstimme, okay. Also Fußkick ist doch eigentlich eine geile Attacke, aber ich verstehe nicht, warum er keine Stärke ist. Eigentlich geil. Flamingo kann die auch lernen. Komm, wir geben ihm die. Eine reicht. Wie viel braucht man für eine? 3 von diesen Haaren und 5, 400. Ja, das passt. Ja, wir machen erstmal eine. Und geben ihm dann Flamingo. Schön. Sofort ein Pokémon beibringen. Okay, das kann man auch gleich hier machen. Flamingo. Sehr schön. Und hier oben haben wir noch weitere Sachen. Hier sind einfach die TMs irgendwie sortiert nach Typ der Attacke wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Was anderes erledigen? Ne, hier kann man noch Materialien eintauschen. Das ist auch geil, weil wir bestimmt viele haben irgendwann. Pokémon heilen ist natürlich auch wichtig. Guten Tag, willkommen beim Pokémon Center. Soll ich deine müden Pokémon wieder fit machen? Um Rat fragen. Geburtstag registrieren, was? Gerne, dann lass uns gemeinsam deinen Geburtstag registrieren. Das Datum kann nicht mehr geändert werden, also pass gut auf bei der Eingabe. Warum sollte ich? In welchem der 12 Monate wurdest du geboren? Im März. Warum sollte ich meinen Geburtstag registrieren? Am 21. März habe ich Geburtstag. Vielleicht kriegt man dann irgendwie an dem Tag irgendwas Besonderes oder so. Das kann sein. Genau, das stimmt. Ich habe es mir anders überlegt. Vielen Dank für deine Registrierung. Schau doch an deinem Geburtstag. Okay, beim Pokémon Center vorbei. Das ist auch... Ah, okay, dann ist es doch ganz cool. Natürlich sind es Free-Daten, die dann Pokémon bekommt. Aber sie haben ja nicht nach dem Jahr gefragt. Das heißt, sie können das Alter gar nicht wissen. Von daher eigentlich nice. So, willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Etwas verkaufen. Ich guck mal kurz, was wir haben und wie viel das so wert ist hier. Ether 300. Oh, 2500. Ja gut, Sonderbonbon. Hier kann man diese Materialien auch... Ja, die kann man auch verkaufen. Sind natürlich nicht viel wert, aber... Scheint so, als würden wir viel davon bekommen. Zum Beispiel hier Trassler-Material, 12 Stück schon. Aber wir wollen mal gucken in den Shop. So. Wir haben 10.980 Poké-Dollar. Können Tränke kaufen. Ah, oh, das ist... Oh mein Gott. Also es sind schon coole Kleinigkeiten, die nice sind, die gut sind. Man sieht hier nebenbei... Beim Kaufen, wie viele man gerade im Beutel hat. Das ist echt cool. Also das sind echt nice Sachen, die sie hier eingebaut haben. Das sind so Kleinigkeiten, die sie aber wirklich erleichtern. Sehr schön. 21 Bälle. Ja.
Ich kaufe mal noch ein paar. Boah, aber 1200 Bälle. 1200 Euro. Also, Pokédollar für 6 Bälle. Boah. Sehr teuer irgendwie. Trank, ja, passt. Gegengift brauchen wir alles noch nicht hier. Leber 2000, nein. Warte mal, ein Item, das wilde Pokémon vom Kampfgeschehen ablenkt und garantiert die Flucht ermöglicht. Pokepoppe kenne ich ja. Das heißt, wenn wir die haben, können wir immer flüchten? Für 300? Müssen wir das einem Pokémon geben? Ah, mit LP können wir ja auch bezahlen, ne? Ich weiß aber nicht... Nee, ich habe mehr Pokédollar. Ich nehme erstmal Pokédollar. Ich weiß auch nicht, wie man Liga-Punkte bekommt, irgendwie. Und ich weiß auch nicht, woher ich diese 5000 habe. Müssen wir jetzt dieses Item Pokepuppe einem geben? Einsetzen? Geben. Also ich denke, wir müssen es einem Pokémon geben. Aber das ist dann ein bisschen kacke, weil eigentlich sollen meine Pokémon geilere Items tragen irgendwann mal. Aber jetzt am Anfang ist mit Items eh noch nicht so wichtig, von daher gebe ich hier mal dem Pamo. Und werde jetzt auch mal... Hä? Nicht geheilt? Achso, ich habe nicht geheilt, stimmt. Das habe ich vergessen, ich habe nur meinen Geburtstag registriert. Pokémon heilen. So, jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Leider kann man hier die Kamera nicht verändern. Aber es gibt eine Sequenz. Der typische Sound, wieder ein bisschen geremixed. Sehr schöner Sound. Nostalgie pur. Wenn du nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, frag beim... Okay. Dort kannst du die Empfehlung für dein nächstes Reissee holen und dies ist auch gleich... Oh, okay. Ich hoffe, dass dir damit weiterlaufen konnte. Bitte bei uns bald wieder. Also Pokémon ist jetzt nicht das schwerste Spiel, aber wenn man halt wirklich überhaupt nicht mehr weiter weiß, dann kann man dahin. Das ist gut. Und wir sollten tatsächlich mal Flamingo irgendwie mal ein bisschen trainieren. Und auch Pamo. Krokel ist uns natürlich ein bisschen voraus. Flamingo erst Level 6, ne? Das ist nicht gut. Ja, wir erkunden erstmal die Stadt, bevor wir da weitergehen. So. Aber ich habe keinen Bock, mit den ganzen NPCs zu sprechen. So, was ist mit dir? Sobald wir Pratolido verlassen, kommen wir zum absoluten Highlight der südlichen Zone 1. Dem großen Hügel, der zu unserer Akademie führt. Dort gibt es Trainer, die nur darauf warten, ihr Können auf die Probe zu stellen. Also halt dich ran. Okay, ich weiß aber nicht, welches Level die haben. Deswegen werden wir es einfach probieren, wie gut die Trainer sind. Und wenn die zu stark sind, dann können wir nochmal trainieren. Hier sind. Hier ist ein Eiswagen? Ja. Aber mit Wassereis. Das ist ja wack. Also wenn so ein Eiswagen, dann doch bitte kugeln. Milcheis. Cool, hier sind auch einfach wilde Pokémon. Kann man die nicht encountern, ne? Das sind so animierte. Dartiri. Da hinten war ein Item, habe ich gesehen. Und hier ist schon direkt dieses Tauros, ne? Das ist, interessant. Ein schwarzes Tauros. Das erste Pokémon. Das Pokémon an der Spitze deines Teams wird immer zuerst in den Kampf geschickt. Oh, das wusste ich natürlich noch nicht. Danke. Ein Gegengift. Wir gehen mal in die Häuser rein. Das sind ja nicht viele. Ah, meine Paareheiler. Meine Paareheiler sind eingetroffen. Okay, das sind jetzt einfach... Diese Stadt ist halt die Anfangsstadt. Da wird halt jeder NPC... Ah, ich kann gar nicht rein, okay. Jeder NPC gibt einem halt so einen simplen Tipp halt, denke ich mal. Oh, nice. Schönes Versteck. Hier vielleicht auch was? Kann man hier hinter? Ja, hier wird auch was sein, oder? Ne. Okay, vielleicht hier? Nee, man kann nicht rein, okay. Ja, mal sehen. Ist ganz schön aufgebaut, die Stadt. Diese Mauerfragmente finde ich ganz nice. Dass das nicht eine durchgezogene Mauer ist, sondern hier mal ein Mauerstück, hier mal ein Mauerstück. So, hier werden Pokémon sein, oder? Hier ist hohes Gras. Südliche Zone 1 ist das schon, okay. Beginnt hier eine neue Musik anscheinend. Okay, wir sammeln erstmal die Items und gucken nach neuen Pokémon. Fluffeluff und der Hund. Euch kennen wir.
Also es ist... Oh, ja, geil, die EP-Bonbons gibt's wieder. Das ist quasi was Ähnliches wie Sonderbonbon. Nur dass es halt nicht ein ganzes Level füllt, sondern halt, ja, eine gewisse... Ohne TM. Eine gewisse, ja, ein Fortschritt der Leiste. Einzelne XP halt. Und da gibt's halt kleine Bonbons wie jetzt XS. Dann gibt's noch L und M und XL und ja. Und mit denen kann man halt dann auch sehr gut leveln. Die sind sehr, 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 sehr cool, finde ich. Noch brauchen wir es natürlich nicht. Oh, diese Uniform. Deine Uniform verrät mir, dass du eine Schülerin an der Akademie bist. Du weißt ja, dass du bis zu 6 Punkten... Ja, ja. Ja, ja. Weiß ich. Okay, da geht's wohl weiter da hinten. Da hoch. Müssen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ah, diese Seso-Kids, ne? Okay, die erklärt das mit den Fotos. Ja, ihr interessiert mich jetzt nicht. Immer schön langsam, ja. Nö. Wir machen ganz schnell. Ratolido, okay. Also ich denke mal, hier ist südliche Zone 1. Ja, da geht's dann weiter. Deswegen gucken wir erstmal hier. Da ist ein Tümpel mit Geweihern. Schön. Können wir die encountern? Ich glaube schon, ne? Oh. Hallo? Ah, das ist meins. Stimmt, wir können die ja auf den Spaziergang losschicken mit R. Aber ich habe ZR gedrückt eigentlich. Mann, ich will die encountern. Ah, und mit ZR nochmal drücken, können wir sie zurückholen. Ich will die Geweiher encountern. Komm her. Ah, wir können die hier nicht erreichen. Okay, wir probieren das mal kurz mit R, ne? So können wir den rausschicken. Und jetzt... Ey, wie krass ist das denn? Verfolgt mich, okay. Würde er... Jetzt müsste er eigentlich dieses Item hier einsammeln, oder? Ja, das ist krass. Das ist krass. Das ist wirklich lit. Und wenn wir jetzt zu Pokémon gehen, dann kämpft er automatisch. Das ist irre. Das ist wirklich heftig. Automatisch kämpft er einfach. Passiv. Das ist zu krass, wirklich. Das heißt, man kann passiv EP trainieren. Heftig. Wie kann ich ihn zurückholen? Mit ZR. Okay. Deine Tochter interessiert mich nicht. Ich denke, man kann hier in kein Haus rein. Nee. Schade. Aber ein bisschen umgucken, weil irgendwo sind ja immer Items. Okay. Kann ja sein, dass man irgendwie in irgendein Haus rein kann. Oh, oben sind Pelipper. Die können wir wahrscheinlich noch nicht encountern. Komm, Flamingo, geh da hin. Yo. Yo, er fliegt einfach. Sein Kopf steckt im Haus. Flamingo! Geil. Hm. Okay, was ist der? Was mit dem? Das Gras fühlt sich so gut an. Ach. Okay, mit dem können wir gar nicht sprechen. Okay. Oh, da ist aber auch südliche Zone 1, glaube ich, ne? Und da hinten ist die Akademie, das heißt, da geht es wahrscheinlich eher lang. Und da ist nochmal ein Pelipper, Hallöchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon als Pokédex-Eintrag gesehen zählt, ich glaube aber nicht. Pelipper kann in seinem Schnabel Briefe und Pakete transportieren und sie so austragen. Freut mich. Und jetzt kriegst du erstmal ein Flamingo in die Fresse, warte mal. Zack. Ich will das spawnen, dass es in ihm spawnt. Geht das? Ja. GG. Geil. Okay, dann, gehen wir mal hier hoch, denke ich. Bist du schon eine Trainerin? Nee, ne? Unterwegs zur Akademie? Bist du auf dem Weg zur Akademie? Vergiss nicht, im Unterricht immer schön Notizen zu machen und pass unterwegs auf, wohin du trittst. Schade, dass man im Schild nicht sieht, wo es quasi hingeht. Ah, aber da ist ein Schild. Okay, das ist... Südliche Zone 1 ist wohl ein bisschen groß. Wir probieren gleich mal das mit dem Autokampf. Mesa Luna City voraus. Genau, da ist die Akademie. Und jetzt kämpft er hier. Das schauen wir uns mal an. Oh mein Gott. Willst du mich verarschen? Das ist ja aber fast zu easy dann, ne? Hey, damit kannst du ja in 2 Sekunden auf Level 100 gehen. Schaut mal, der Kampf geht so schnell. Es ist ein Endorphin-Rush, weil du halt wirklich einfach zusehen kannst,
Okay, mein Flamingo wird aber schon schwach. Wie du hochlevelst. Das ist, okay, ab hier kann es nicht mehr kämpfen. Im Prinzip kannst du zum Poké-Center laufen, wieder zurück, einfach nur R drücken und die Level schießen hoch. Das ist ja heftig. Okay, Pamo. Okay, also... Ja. Ja, okay. Irgendwie ist es schon geil. Also, das Leveln war halt immer auch frustrierend, muss ich sagen. Aber das ist jetzt halt wirklich sehr easy. Hä, da, also das ist... Das Level ist ja dann wirklich... Wirklich für den Arsch, ne? Schau mal, wie schnell das geht. Eine Attacke down. Alter, ich komme echt nicht klar drauf. Ich komme wirklich nicht klar. Okay, wir besiegen jetzt erstmal alle Pokémon, die hier sind. Und gehen dann zum Poké-Center und... Ja. Aber dann erwarte ich jetzt auch, dass die Trainer relativ schnell mit den Leveln ansteigen. Im Prinzip können wir hier alle Pokémon auf 15 relativ schnell bringen. Wenn man halt lange investiert. Schau, Pamo geht nicht down, weil Pamo ist halt schon deutlich stärker. Und Flamingo an zweiter Stelle bekommt die EP. Das ist krass. Alter, das ist wirklich heftig. Ja, nice. What the fuck? Und wir bekommen hier auch immer Materialien. Wir werden hier zugespammt mit Belohnungen. Alter, das ist ja wirklich ein Endorphinschub des Jahrhunderts. Krass. Also das ist wirklich eine sehr, sehr krasse Änderung. Also eine sehr, sehr einschneidende, massive Änderung, die das Spiel wirklich verändert. Und ich weiß noch nicht, ob in Scooter... Es ist natürlich geil, wenn man so die ganze Zeit einfach nur nichts macht und dann EP bekommt. Aber das macht's halt... Das macht die Schwierigkeit halt wirklich einfach weg, quasi. Aber es ist halt natürlich auch zeitsparend, von daher... Und wir können ja im Prinzip einfach weitergehen, ja. Wir können den hier rumlaufen lassen. Ich meine, der geht ja auch immer mit mir rum. Das heißt eigentlich, wenn ich ihn... Ja, wenn ich ihn außen lasse und ich kann hier rumlaufen, ich muss ihn nicht jedes Mal neu schicken. Er haut alle weg, die wir hier am Weg sehen. Also das ist heftig. Okay, da bin ich echt mal gespannt, was Tom Tenno dazu sagt. Ich habe die Folge von ihm noch nicht gesehen. Ist natürlich gut, dass wir Schaden bekommen, klar. So, jetzt müsste er ihn hier auch weghauen, oder? Ah ne, jetzt wurde mein Pokémon irgendwie zurückgesetzt. Zu mir, keine Ahnung. Aber ich habe auch kein Problem damit, das jedes Mal neu hinzuschicken. Das ist, die zwei Klicks sind mir die Level wert. Ah, hier ist nochmal so ein Spinnenviech. Tarundel. Okay, das ist interessant. Komme ich immer noch nicht drauf klar. Also ich glaube, da werde ich auch nicht mehr drauf klarkommen. Das ist ja irre. Das ist ja wirklich irre. Hey, Pamo, hier kämpfen. Okay, aber ich glaube, jetzt langsam kämpft er nicht mehr, weil er hat schon wenig Leben. Ja, den machst du noch platt. Und den nicht mehr wahrscheinlich. Nee, den nicht mehr. Okay, dann schicken wir noch schnell Krokel, machen den noch, bis er nicht mehr kann. Und dann heilen wir und dann gehen wir nochmal richtig los. Hey, warum schleiche ich jetzt? Wie schleicht man? Das habe ich immer noch nicht ganz gecheckt. Wie schleiche ich? Auf zu schleichen. Mit B? Ah, mit B, okay. Ja gut, Krokel wird jetzt wahrscheinlich eh nicht so richtig down gehen, weil der ist natürlich overleveled. Aber so ein bisschen... Oh, da hat es gerade geleckt. So ein paar EP schaden natürlich nicht. Also das geht sehr schnell. Krokel haut hier natürlich alles weg. Und da ist auch schon die erste Trainerin. Können wir mit der auch Autokampf machen? Gott sei Dank nicht. Oh, da hinten ist auch noch ein Item. Ein Raffel! Zählt das jetzt als Encounter? Also wenn ich jetzt ein neues Pokémon sehe und Autokampf mache, habe ich da einen Pokédex-Eintrag? Dann kann ich es zwar nicht fangen. Ein Pichu! Okay, da machen wir aber nicht R, sondern ZR. Den Encounter wie richtig. Ein Pichu! Okay. Oh, da hinten ist, glaube ich... Da hinten ist ein neues Pokémon noch. Okay. Pichu, Level 7. Feuer gegen Elektro, gut. Wir versuchen es zu fangen. Ja, wir fangen es. Wurde überrascht, sehr gut. Pichu holen wir uns direkt. Hauen wir aber nicht ins Team.
Wir haben schon ein Elektro-Pokémon und ja, bin jetzt auch nicht der größte Pikachu-Fan. Und da hinten ist schon das nächste neue Pokémon. Und zwar ein ganz neues Pokémon von der neuen Gen, glaube ich. Dich legen wir erstmal schön in die Box. Also ich muss sagen, das macht irgendwie jetzt schon mehr Spaß, als ich will. Boah. Okay. So. Hier, neues Pokémon. Ganz neues Pokémon. Das erste ganz neue Pokémon. Oh nein, 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 das wollte ich nicht. Ich wollte ZR. Das darf nicht passieren. Das darf man sich nicht, da darf man sich nicht verklicken. Aber da ist noch eins. Das gucken wir uns genauer an. Was ist das für ein Pokémon? Und das bewerten wir. Das ist dann auch das erste ganz neue Pokémon quasi heute in der Folge. Sproxy. Man sieht es jetzt hier nicht so gut. Ja, mit so einer Zunge. Ist trollig, ist lustig. Wie so ein Moskito ein bisschen. Von den Augen. Ja. Ja, nichts allzu Besonderes. Eine 5 von 10, eine solide 5 von 10. Ah, okay, das zählt quasi als gesehen. Weil wir haben jetzt hier die Attacken und so. Und das ist halt echt krass, weil hier müssen wir einfach... Also, es macht ja gar keinen Sinn mehr, die Pokémon so zu encountern. Wobei ich nicht weiß, wie es mit Shiny Hand aussieht. Da muss man wahrscheinlich dann richtig encountern. Da ist Autokampf Quatsch. Außerdem, bei Autokampf ist es ja eh besiegt. Da bin ich mal gespannt, wie das sich mit Shiny Handen verhält hier. Aber so richtig zum EP-Farmen lohnt sich einfach ein normaler Kampf ja gar nicht mehr. Null. Okay, also diese südliche Zone, die ist ziemlich weit. Wir sammeln einfach... Oh, ein Mobi. Hallo. Dich encounter wir richtig. Mobi müsste... Bodenpflanze sein. Von daher gehen wir mal für Kanonen. Oh. Okay, da vielleicht doch Glut. Spezialverteidigung sind stark. Das ist mir völlig egal. Ja, fangen wir es auch. Dann haben wir es hinter uns. Da hinten ist auch ein Trainer. Das heißt, es gibt ja quasi zwei Pfade von dieser Zone. Und bei beiden sind Trainer. Das ist gut. Wir werden natürlich beides machen. Das ist nur die schwere Entscheidung, welches zuerst. Das einzige Nervige ist halt einfach, dass man halt zum Pokécenter immer zurück muss. Außer man benutzt Tränke. Aber auch für die AP, für die Angriffspunkte, ist es natürlich quasi unentbehrlich, zum Pokécenter zu gehen. Ja, ich weiß nicht, ob man sich da hinporten kann. Das wäre natürlich nochmal, ja, das wird es nochmal sehr krass erleichtern. Beziehungsweise, was heißt erleichtern? Zeit sparen im Prinzip. Ist es ja nicht schwer, zum Pokécenter zu laufen. Oh, was ist das? Oh Gott, oh mein Gott, das ist ein neuer Vogel. Das ist ein Elektrovogel. Nein, nicht wegfliegen, nicht wegfliegen. Oder willst du kämpfen? Was ist mit dir, Krokel? Komm zurück. Hä? Ich wollte nicht mit ihm interagieren. Hier, bam. Was bist du denn? Nice. Oh, der ist cool. Koriogel. Der ist schön. Der ist richtig cool. Dem gebe ich eine 8 von 10, muss ich sagen. Den feiere ich sehr. Und ich denke auch Elektro, ne? Viele Elektro-Pokémon. Sehr viele. Heul nicht. Boah, jetzt überlege ich auch, den ins Team zu nehmen. Wir besiegen ihn mal und gucken in den Pokédex. Oh, scheiße. In den Pokédex, was das für ein Typ ist. Ich meine, wenn es jetzt Luft wäre, das wäre gut. Dann würde ich es vielleicht sogar ins Team nehmen. Ach komm, scheiße, wir fangen ihn einfach. Aber es sieht halt eher wie Elektro aus. Beziehungsweise Elektroflug, ist ja egal. Habe ich gerade Luft gesagt? Typ Luft? Oh, unser erster Fangversuch, der gescheitert ist. Das wollte nicht drin bleiben. Unser Krokel hat immer noch Full HP. KP meine ich. Was sind HP nochmal? Heilpunkte. HP. Ich glaube, wie viele Kraftpunkte halt aufgeladen werden. So. Koriogel. Gucken wir gleich mal den Pokédex-Eintrag an. Die Folge ist leider auch schon bald vorbei. Ich habe mir wieder einen Timer gestellt. Ja, gleich müsste das vorbei sein. Elektroflug. Ja, okay. Aber zwei Elektro-Pokémon ist halt einfach nicht so meins. Na, das ist zu much. Okay. Ja, dann haben wir zwei neue Pokémon entdeckt. Eine riesen Neuerung. Das war eine sehr krasse Folge.
Ja, das ist. Das ist wild. Das ist wirklich wild. So, Choreoge legen wir aber erstmal ab. Und mach gleich die Abmoderation. Und werde dann in der nächsten Folge. Gehen wir dann weiter und besiegen die Trainer. Je nachdem, wie gut die sind, können wir ja noch leveln. Das ist ein. Oh, ein Raffel. Es ist gerade ein Apfel. Und eins schläft. Komm, wir besiegen es. Leute. Es ist gerade was Schlimmes passiert. Das glaubt ihr nicht. Meine GoPro zeigt gerade Error. SD-Card-Error. Scheiße. Das heißt, die Facecam ist leider die Folge weg. Nein, jetzt am Ende der Folge. Okay. Ja, das kann passieren, Leute. Es tut mir leid. Diese Folge war dann ohne Facecam. Das werde ich nochmal in der Anmoderation einfügen. Schade. Na gut, scheiß GoPro. Egal, das war's von der Folge. In der nächsten Folge sollte es aber wieder mit Facecam sein. Das darf nicht nochmal passieren. Und in der nächsten Folge... Beziehungsweise, ich gehe jetzt zum Pokécenter. Und in der nächsten Folge starte ich dann mit neu gehaltenen Pokémon wieder am Anfang der Route. Ja, da mache ich dann einen kurzen Cut. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann am Anfang der Route wieder. Bis zur nächsten Folge. Wieder mit Facecam hoffentlich. Bis dann und ciao.